Hallöchen und herzlich willkommen. Wir sind bei The Elder Scrolls Online. Ja, ich habe mir das schöne Spiel, das es ja jetzt auch schon eine einige Zeit gibt, mal angeguckt mit ein paar verschiedenen Figuren. Aber ich habe mir überlegt, da kann man Let's Play draus machen. Wird wahrscheinlich riesig werden und ich plane das jetzt schon mal als sporadische Folgen. Also es wird immer Folgen geben. Aber die werden nicht regelmäßig kommen. Also nicht im täglichen, nicht im halb, zwei, alle zwei Tage, sondern vielleicht mal so eine in der Woche, dann vielleicht mal zwei in der Woche. Ganz spontan, wie ich aufnehme und wie es sich zusammensetzt und von der Zeit her und wie das alles machbar ist, weil das Spiel hat einen ziemlichen Umfang. Und wir machen das auch folgendermaßen, dass wir erstmal da Audio. Die Musik machen wir müssen. Was? Die sind auf 26? Aha. Video, muss man da noch irgendwas verändern? Nö, das können wir so lassen. Das ist ein Online-Spiel. Okay, gut. Ah, das Intro. Spielen wir das Intro noch ab? Ich glaube, wir spielen das Intro mal ab. Einfach mal so fürs Gefühl, zum Spaß. Und danach erstellen wir uns einen neuen Charakter, mit dem wir dann das schöne Spielchen dann mal in Angriff nehmen. Also dann spielen wir jetzt hier erstmal das Intro. Ein Sturm zieht auf. Krieg liegt in der Luft. Der kaiserliche Thron ist verwaist. Und drei große Allianzen kämpfen um ihn. Das Böse erwacht. Ein lange verbannter Feind regt sich. Die Mächte, nach Tamriels Zerstörung trachten, suchen jene, die ihren dunklen Plan gefährden. Und so greift der lange Arm des Todes um sich. Wir schreiben das 582. Jahr der zweiten Ära. Die Trommeln des Krieges dröhnen. Hier beginnt unsere Reise. Na, das ja, sieht ja schon sehr vielversprechend aus, ne? Dann bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Und wir basteln uns jetzt erstmal einen neuen Charakter. Ich habe mit dem hier mal angespielt, dann mit so einer Waldelfin. Was? Und auch mal hier so eine Kriegerin gebaut. Ich mag ja weibliche Spielecharaktere, von daher schauen wir mal. Erstellen. Was ist denn das? Aha, ein Waldelf. Das Altmeri Dominion. Gut, meine Frage ist, was machen wir? Männlich, weiblich? Ich tendiere zu weiblich. Wirklich. Altmeri Dominion, Dolchsturz, Bündnis, Ebenerzpakt. Ja, da müssen wir uns vorher was aussuchen. Ich meine, das hier sind die ganzen Assassinen und so, ne? Sind das die Krieger? Ich glaube ja, ne? Aber die Elfen sind, glaube ich, im Altmeri Dominion, oder? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Ich wusste das alles mal. Vielleicht hätte ich mich vorher ein bisschen schlau machen sollen. Bevor ich das hier anfange und die geile Musik auf mich wirken lasse. Nun gut, wie auch immer. Also, Charakterentwicklung.
Welche Möglichkeiten haben wir denn? Bretonen, Hochelfen, Argonia, Orke, Waldelfen, Dunkelelfen, Rotwardonen, Khajiit und Nord. Nord sind natürlich wieder riesig, Waldelfen sind klein, Hochelfen sind groß, okay. Dunkelelfen sind böse. Ey, du Orke. Alles Orke? Rotwardonen, Gedonen. Ja, das ist die Frage. Gut, Rasse können wir ja gleich noch entscheiden, obwohl tendenziell bin ich ja eigentlich ein Krieger. Ich mag es ja eigentlich immer direkt so im vorne zu stehen und schön zu kloppen, aber vielleicht mache ich für dieses Let's Play mal was völlig anderes. Templer sind natürlich Heiler, ne? Ja, genau. Massiv Schaden. Und die Verbündeten heilen. Drachenritter, ja, die machen alles kaputt. Aber wir sind keine Dragonborn, ne? Nee, wir sind Krieger. Furchteinflößende Magie, aha. Zauber sind natürlich, ja, das ist klar. Nachtklingen sind Assassinen, ne? Ich tendiere ja zu Drachenritter mit Waldelfe. Oder? Zauber? Nachtklinge? Templer. Ah, Waldelfen in schwerer Rüstung. Das ist eine gute Frage. Was soll ich da machen? Hallöchen. Ich bin eine Elfe. Ich bin elfengleich. Aha. Aha. Gut. Ja, okay. Das sieht natürlich schon cool aus, ne? Aber ich habe ja eine Nachtklinge. Ja gut, die habe ich aber nur angespielt. Von daher wäre das eigentlich relativ egal, ne? Was trägt ihr denn für Rüstung? Klingen und Geschwindigkeit. Ich hatte ja irgendwie auch an Bogen gedacht und so. Weißt du was, komm, ich mache eine Nachtklinge. Und ich bin im Dolchsturzbündnis. Meister im Schleichen, Ausdauer, Regeneration, weniger Fallschaden. Ja. So machen wir das. Altmeri Dominion. Eine Erklärung dazu wäre auch ziemlich cool gewesen. Weil das kann man ja nicht wissen. Da muss man sich ja vorher immer wieder schlau machen und einlesen. Ach, ich weiß es ja auch nicht, Mann. Ich weiß es ja auch nicht. Ach, komm hier. So. Gut. Das ist die Klasse und das ist unser Körper. Okay, Körper. Hager. Warte mal. Wir sind ja alle erwachsen. So, lass mich mal gucken. Passt irgendwie nicht zu einer Elfin. Nichts gegen Leute, die richtig gute, also die, ne? Die was auf der Rippe haben. Aber Elfen sind, ja, zu muskulös ist auch nix. Zu dünn ist auch nix. Also jetzt rein vom Spiel her. Jeder so, wie er will und mag. Aber da lasse ich mich ja gar nicht drauf irgendwelche Diskussionen ein. Ne? Von daher, das ist ein Spiel. Meine Meinung ist nur spielbezogen. Jeder ist, wie er ist. Punkt. Ja komm, wir sind ein bisschen trainiert. Geht das so? Ja, das passt. Ja, gut.
So, was haben wir denn da? Hautfarbe. Blass. Braun. Hä, die lebt ja den ganzen Tag im Wald, ne? Die war ja immer im Wald unterwegs. Du musst einen gesunden, bronzenen Teng haben. Teng. Ja, so, komm. So ist gut. Narben und Bemalung. Boah, jetzt wird's komplizierter. Hä? Wo denn? Ach, da. Aha. Hatte ich einen Bär angegriffen. Oh, nee. Tattoos? Nee, komm. Nix. Die ist ganz sauber. Schulterbreite. War schon ganz gut, ne? Ja, so, komm. Brust. Natürlich. Ich bin ja ein männlicher Spieler, ne? Von daher. Ach komm, so ein bisschen. So ein bisschen was. So. So. Ja. Arme. Ja, das war schon okay so. Hände. Hände hatte kleine. Ja, so. Hüften. Mein Gott, was muss ich jetzt einstellen muss? Ja, komm, so. Gesäß. Ja, klar. So. Jetzt kommt wieder der Kerlfaktor. Guck mal. Arsch. Entschuldigung. Also, komm, ist doch egal. Obwohl, ich sehe die ganze Zeit von hinten, ne? Oder ich sehe den Charakter ja gar nicht, je nachdem, aus welcher Perspektive man spielt. Haha. Von daher ist das doch völlig peng. So. Beine. Aber die waren eigentlich auch ganz gut. Bisschen Muskel. Nicht zu viel. Füße machen wir auch ein bisschen kleiner. So. So. Das war's schon körperlich. Okay, alles klar. So, Gesicht. Aha. Sanft, kantig, heroisch. Was ist denn ein heroisches Gesicht? Nee. Passt nicht zu Elben. Hallo? Ja, so. Stimme. Ah! Yay! Ah! Okay. Haare! Ach Quatsch, Idiot. Das klingt jetzt wie so ein Pott. Nein. Yay! Die ist schön so. Rote Haare. Für eine Waldelbe? Warte mal. Ich muss mal eben eine andere Frisur haben. So, das kann man also die Haarfarbe sehen. Die Farbe ist doch gut.
So, jetzt brauchen wir nur eine andere Friese. Nein. 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 Wo ist denn die, die sie gerade hatte, diese voreingestellte? Obwohl, das sieht auch gut aus. Das sieht auch nicht schlecht aus. Aha. Schauen wir mal durch. Obwohl, das sieht ziemlich geil aus. Mit Hörnern. Ja, genau, mit Hörnern. Was war's? Das finde ich ganz schick. Nein. Nein. Ja, das finde ich ganz schick. So, was haben wir denn hier dann noch? Narben und Bemalung. Nee, da verzichten wir drauf. Stirn fällt da jetzt nicht weiter auf. Wangen, Kiefer, finde ich eigentlich so ganz gut. Muss ich gar nicht viel verändern. Von daher Augen vielleicht noch, Augenfarbe. Ja, genau. Schönes Grün hier. Obwohl, schön. Naja. Warte mal, Augenriss. Ah, ich verstehe. Machen wir so. Augenneigung. Ah, okay, warte. So. So. Ist ein bisschen Mensch mit drin. Man weiß es nicht. Augenweitung. Ah, die machen wir ein bisschen zu. So. Ja, so ist schon besser. Augenbrauen haben sie ja auch noch. Dafür, dass man die relativ wenig so sieht, ne? Oh, warte mal, die waren cool. Ja, ist okay. Augenbrauenbreite. Ich sehe keinen Unterschied. Nase. Ändere ich was an der Nase? Nee, so eine Stupsnase, die hat doch was. Die ist doch fein. So, was haben wir hier? Mundhöhe, Mundkurve, Lippenfülle. Mundkurve? Ach komm, so ein bisschen gute Laune schadet nicht, ne? So. Lippenfülle. Ja, komm, da bleiben wir so hier, so, so. Ja, so bleiben wir dabei. Ohrengröße. Ne, die Ohren sind groß genug. Winkel der Ohren. Oh, oh, nein. Ja, eng anliegend, ne? Ja, ist besser. Ohrenhöhe, Ohrspitzenwölbung. Meine Güte. Ja, so. Was ist die Ohrspitzenwölbung? Oh, okay. So, ne? Ja, so. Haben wir es doch. Haben wir es doch, oder? Ja, ist doch ganz schick. Ist doch ganz schick, die Dame. Haarfarbe ist auch in Ordnung. Ja, da kann ich gut mit leben. Mit dem Charakter können wir ein bisschen was machen. Nicht wahr?
So, euer Name. Zu wenige Zeichen. Aha. Keine Zahlen. Höchstens 4 Bindestriche, Apostrophen oder Leerzeichen. Ich kann Leerzeichen machen. Aha. Da ich ja bei Skyrim auch eine Figur hatte, bleibe ich dabei. So, nochmal kurz checken. Dolchsturzbündnis, Waldelfin, Nachtklinge. Körper ist gekörpert. Ja. Gesicht ist auch da. Ja, da finde ich ganz gut. Da kann ich gut mitleben. Gut. So, dann ist das die Captani, mit der wir Elder Scrolls Online spielen. Wunderbar, da bin ich vollkommen zufrieden mit. Und jetzt gehe ich auf Erstellen. Den wehklagenden Kerk überspringen. Ihr habt die Einführung bereits mit einem eurer Charakter abgeschlossen. Wir spielen sie aber nochmal. Weil, na, wenn, dann machen wir es richtig. Nur weil wir es schon mal gespielt haben, heißt das ja nicht, dass ich immer noch weiß, wie es da lang geht. Von daher, wir starten unser Abenteuer mit der guten Captani im wehklagenden Kerker. Also dann, auf geht's. Dündede, Tamriel war einmal. Ihr seid anderswo, an einem Ort fern der euch bekannten Welt. Nicht, wo ihr sein solltet. Seelenberaubt in Kalthafen. Ein Feuer. Das ist irgendwie anders. Aha, da ist meine Figur. Okay, gut. Jo. Genau, so wie es gewohnt. Geht es euch gut? Was? Hallo? Ich heiße Lyris. Mama. Hoffentlich steckt noch etwas Kampfesmut in euch. Ihr werdet ihn brauchen. Ja, ich hoffe doch auch. Ach, das war schon. Das muss der Kümmerling des Wurfs gewesen sein. Er beute eine Waffe von den Dremora. Was ist denn hier? Aha. Folterkeller. Okay. Gut aussehen tut es ja, ne? Gut aussehen tut es ja. Doch, gefällt mir. Ektoplasma. Kann ich das gebrauchen? Ich nehme es einfach mal mit. Verdorbenes Fell. Plunder, der nur für Händler einen Wert hat. Okay. So, was hast du denn hier? Lebst du noch? Nee. Hallo? Was? Lyris Titanenkind. Aha. Weggeworfener Eisenbietenhänder. Okay. Haltet eure Waffe bereit und seid auf der Hut. Dieser Ort ist voller Überraschungen. Alles klar. Okay, blocken. Blocken, schlagen. Alles klar. Okay, ich komme, Große. Geht voran! Das war leicht. Bleibt in Was? Bewegung. Ein Schlag? Mehr Daedra auf dem Weg hierher. Bleiben wir in Bewegung. Ah. Gut, da unten ist dann meine Sprintanzeige. Alles klar. Ist hier noch irgendwas? Ah, hallo? Nämlich. Lasst uns gehen.
Ja, hetz mich nicht. Mann. Bleiben wir in Bewegung. Ich komme. Richtig gut gemacht hier, richtig Bleibt gut. Jetzt nicht stehen. Geht weiter. Es sind noch mehr Wachen auf dem Weg. Okay, alles klar. Lasst uns gehen. Passt ihr hier auf? Okay. Viel Glück. In Ordnung. Ich komme ja schon. Ich bin ja schon unterwegs. Knochen. Krabbler. Angenagte Knochen. Okay, alles klar. Erst blocken, dann angreifen. Aha, alles klar. Mhm. Rang 2 bei 2 Hände erreicht. Okay, das ist schon mal viel wert. Wie ihr bin ich ein Gefangener an diesem Ort. Ihr müsst mich retten. Und im Gegenzug muss ich euch retten. Einen Moment. Mann, bist du groß. Wir müssen reden. Hallo. Ich bin so klein. Hallo. Wer bist du? Hey, du lebst ja noch. Oh. Ja, okay. Was gibt's? Der Prophet. Er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen. Auch wenn es nur ein kurzer Augenblick gewesen ist. Er muss wohl glauben, dass ihr mir helfen könnt. Tschüss. Gut. Wobei soll ich euch helfen? Natürlich dabei, ihn hier rauszuholen. Aha. Glaubt mir, ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Dieser blinde Alte ist die einzige lebende Person, die uns helfen kann, nach Hause zu kommen. Von hier ist es ein weiter Weg nach Tamriel. Gut, dann sag mir mal, wo wir sind. Aber erstmal muss ich so dumm fragen, wo sollen wir jetzt hin? Diese Tunnel werden uns hoffentlich zu den Türmen der Augen bringen. Dort werden wir die Wächter finden. Okay, was für Wächter? Magische Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Aha. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet. Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Okay. Und jetzt frage ich mal ganz dumm, wie können wir einen vernichten? Ich habe keine Ahnung. Rohe Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Ich habe so viele Fragen. Ich bin mir sicher, dass ihr die habt. Und ich werde antworten, so gut ich kann. Na endlich. Wo bin ich? Ihr seid ganz offensichtlich nicht mehr in Tamriel. Stellt euch den erbärmlichsten, bedrückendsten Ort vor, den ihr je in eurem Leben besucht habt. Das ist ein Paradies im Vergleich zu Kalthafen. Aha. Und dazu kommt noch... Nun, das kann man euch nicht schonend beibringen... Ihr seid tot. Tot wie tot? Oder, wie können wir dann diese Unterhaltung führen? Ich weiß es nicht. Sobald wir den Propheten gerettet haben, kann er euch von den Göttern und dem Reich des Vergessens erzählen. Ich selbst verstehe davon nichts. Mhm. Okay, wer hat mich getötet? Ein Mann namens Manny Marco. Sein Wurmkult führt in Tamriel eine Art Ritual durch. Sie haben euch und jeden anderen hier in diesem Gefängnis, dem dädrischen Fürsten Molag Bal, geopfert. Nachdem ihr gestorben seid, ist das, was von euch noch übrig war, hier aufgetaucht. Man nennt euch eine Seelenberaubte. Aha. Und das bedeutet? Das bedeutet, dass ihr ein Sklave seid und den Rest der Ewigkeit hier in Kalthafen verbringen werdet, um unter der Knute der Dädra zu schuften. Es sei denn natürlich, ihr kommt mit mir. Mhm. Also bist du auch tot? Nein, ich wurde nicht geopfert. Aha. Der Prophet und ich wurden hierher gebracht, auf die herkömmliche Art und Weise... wenn das auch nur ansatzweise Sinn für euch ergibt. Gut. Aber wir sind auch hier gefangen, genau wie ihr. Wer ist dieser Prophet? Er ist ein seltsamer Kerl. Daran besteht kein Zweifel. Aber er ist auch der weiseste Mann, dem ich je begegnet bin. Er sieht Dinge, die Vergangenheit, die Zukunft. Gut, dann haben wir ja jetzt schon einiges erfahren über unsere Geschichte
und wo wir sind. Wir sind also tot. Gut, dann tschüss. Wir sollten weitergehen. Du bist so groß, du bist nur Nord, ne? Und ich bin so klein. Warte mal, ich muss mal eben kurz ein bisschen meine Tasten checken. Uäh, ich dachte, das wäre Bücken. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Waldelfe, Nachtklinge, Magika, Magika. Aha. Wie kann ich mich denn... Ah, ich verstehe. Alles klar. Ey, du lebst ja noch. Kann ich dich irgendwie heilen? Hallo? Kann ich dich befreien? Hallo? Ich nehme alles mit. Das kann man alles gebrauchen. So, okay, wir verlassen jetzt diesen Ort, diesen Raum. Oh, die läuft schön flüssig. Dann gehen wir mal in die blutende Schmiede, ne? Besiegt Wecker den Meisterschmied. Den da? Ach, da ist Lyris. Alter! So. Gut gemacht, meine Freundin. Bei Arkais Bart. In einem Kampf seid ihr einiges wert. Ja, ja. Der Gott der Gewalt weiß von eurer Flucht. Beeilt euch! Aha. Drücke C, um das Charakterfenster zu öffnen. Ja, ich wollte mich ja gerade schon ducken. So, was mache ich denn jetzt? Erhöht die Effektivität mit Zaubern, Leben erhöht die Überlebensfähigkeit, Ausdauer, Waffen und Rüstung. Drücke E, um die Punkteverteilung zu bestätigen. Aha. So, ich habe einen Punkt. Habe ich einen Titel? Nee. Magika, Leben oder Ausdauer? Komm, hier, Leben. Ich brauche Leben erstmal, ne? Das war's schon? Mehr geht nicht? Ach, was war denn hier? Ah, meine Fertigkeiten. Fertigkeitslinien erlauben euch, euren Kampfstil nach euren Wünschen anzupassen. Ihr könnt Fähigkeiten auswählen, um zu erfahren, was sie bewirken. Aha. Ultimative Fähigkeit. Passivfähigkeit. Das muss ich mir später nochmal angucken. So, ich habe einen Waffenpunkt. Meuchelmord. Oh, da könnte ich was machen. Da brauche ich Magie für. Schatten. Aha. Waffen mit Schild, zwei Waffen, Bogen. Ja, das ist wie bei Skyrim, ne? Das muss ich erst alles benutzen, bevor ich da irgendwie hochrüsten kann, nicht wahr? Ich kann sogar schwere Rüstung tragen. Aha, aha. Tochter des Waldes. Akrobat. Erhöht den Erfahrungsgewinn im Umgang mit Bögen. Aha, aha. Ich habe einen Punkt nur. Meuchelmord. Ja gut, wo ich gerade hier bin, okay. Ah, ich verstehe. Alles klar. Habe ich hier unten keine Bar? Sehe ich nicht, was ich an Fähigkeiten habe? Das ist ja blöd. Es ist länger her, dass ich das schon mal angespielt habe. Aber da sah das hier anders aus. Das sah hier anders aus. Stecke ich denn die Waffe weg? So. Aha, da geht's nicht weiter. Ja, es ist schon richtig gut gemacht hier. Es macht schon Spaß.
Die Türme der Augen, okay. Der Gott der Intrigen kann jeden Teil Kalthafens sehen. Wir müssen ihn ablenken. Wo ist denn jetzt mein Ziel? Der Kompass zeigt euch die Ziele eurer aktuell verfolgten Quest. Aha, ich bin da. Vernichtet einen Kalthafenwächter. Ah, okay, die beiden. Gut, dann machen wir das. Was hat das für Geräusche hier? Gut, das heißt, wir werden hier uns gleich ordentlich kloppen. Wie war noch gleich euer Name? Zielübung? Was? Was willst du? Oh, wie komme ich denn an mein Inventar? Warte mal, ich drücke mal ganz spontan I. E abzulegen, anzulegen. Okay. Warte mal. Eisenkeule. 180, 198. Alles klar. So, weiter geht's hier. Alter, kann ich dich befreien? Ja, irgendwie. Kleine Elfe mit dem... Geiles Bild. Okay, weiter. So, wo müssen wir hin? Da oben hoch. Ich verstehe. Ihr seht alle nicht sehr zufrieden aus. Level ich noch ein bisschen? Guck ich mir das Ganze hier erstmal an. Halt, warte mal. Hier war da was. Achso, das ist sie immer. Kann ich sehen? Ist der besser? Ist der besser? Ist der besser? Nee, der ist genauso. Aha. Wo ist eigentlich meine Tragkraft? Achso. Ah, nur Plätze. 11 von 60. Alles klar. Was habe ich da für Waffen? Aha. Habe ich Rüstung? Nee, nix. Habe ich Ausgüter? Nee. Gut. Ja, dann weiter geht's hier im schicken Schlafanzug. Machen wir uns jetzt mal auf. Gucken wir mal hier in die Ecke. Was war denn da? Oh, eine neue Hose. Eine neue Hose. 59. Hat die Hose irgendwelchen Rüstungsschaden? Nö. Rüstungsschaden. Rüstungsschutz. So. Ja, gut. Schickes. Schick ist relativ. Hauptsache, sie schützt. Weißt du? Ja. Gut, weiter. Halt. Die Lyris, die tanzt mir immer rum. Ich denke mal, da ist irgendwas. So. Da geht's hoch. Hier geht's hoch. Warte mal, da war da irgendwas, ne? Habe ich hier wieder einen Punkt?
Kann ich wieder einen Punkt verteilen? Nee, ne? Oh! Alter.